Tief im 100-Morgen-Wald haben Christopher Robin und seine Freunde schon viele wunderbare Abenteuer zusammen erlebt. Und eines davon sehen wir uns jetzt an. Eines Tages wollten Pooh und die anderen Ferkel zeigen, was für ein toller Freund er ist, und hatten eine ganz besondere Überraschung für ihn vorbereitet. Ferkel, wir haben erkannt, dass du ein Held bist. Ich habe doch noch nie etwas Großartiges gemacht. Aber natürlich hast du das. Los, erzählen wir es ihm. Nein, wir zeigen es ihm. Ja, Schatz, schnell. Da wären wir. Nach dir. Geh schon rein. Bin ich das? Du allein. Ich bin ja so groß. Größe XXL. Ohne dich, Ferkel, wären Ro und ich jetzt keine Freunde. Ja, und danke dafür, dass du mich mit dem Nordpol gerettet hast. Oh. Ferkel? Im Poohwinkel zu leben ist gar nicht mal so übel. Ich finde, das muss gefeiert werden. Hurra! Liebe Ferkelino! Los, fang mich doch. Ich wette, du schaffst es nicht. Gleich hab ich dich. Na los, Ru. Oh. Ups, Entschuldigung. Der war gut. Sieh doch. Ich möchte auch fliegen. Du meine Güte. Ferkel. Oh, so tut doch endlich was. Meine Güte. Blind getroffen. Der war noch Karottentörtchen. Oh, Schlappo, du bist eine Marke. Die waren lecker. Danke. Wo ist Pooh? Das ist eine Heldenparty, Ferkel. Denn du bist ein Held. An diesem Tag hatte Ferkel begriffen, dass er, obwohl er so klein ist, seine Freunde riesig beeindruckt hatte. Und das war auf jeden Fall ein Grund zu feiern.